Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, so wie ich das sehe, handelt es sich beim neuen Heizungshammergesetz um einen groß angelegten Betrug. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, nämlich dass dieses Gesetz durch Klimaschutz berechtigt wäre. Dieser Betrug fängt dabei an, dass die Ampel überhaupt keine Ahnung hat, wie viel das Gesetz die deutsche Bevölkerung, das heißt die ganzen Mieter, Hauseigentümer, Wohnungseigentümer, kosten wird. Robert Habeck nannte einmal die Zahl von 130 Milliarden Euro. Der Fraktionskollege, der Koalitionskollege von der FDP, aber Fraktionskollege ist vielleicht gar nicht mal so falsch, von der FDP, Herr Kruse, hat 2.500 Milliarden Euro, also das 20-fache von Habeck, berechnet. Was ich für wesentlich realistischer halte angesichts der Tatsache, dass es Millionen Wohnungen und Haushalte betrifft. Aber was bekommen die Deutschen für diese billionenteure Zwangsbeglückung? Zwangsbeglückung, wer nicht mitmacht, wer keine neue Wärmedämmung einrichtet, seine Heizungsanlage richtig austauscht, der kann so viel Kredite aufnehmen, die kriegt er aber am Ende gar nicht, dass es nicht bezahlen kann. Was bekommt man dafür? Wenn man die Welt retten könnte damit und wir alle nicht verbrennen, dann ist das vielleicht gerechtfertigt. Wenn man aber von der Wahrheit ausgeht, dass der deutsche komplette CO2-Ausstoß, wenn er beendet würde, nur auf 0,00028% des CO2-Bestands in der Luft Einfluss hat, weiß man, dass die Welt damit nicht gerettet wird. Als nächstes kommt die Frage, was bekommen die Deutschen? Weiß man denn genau bei diesem Gesetz, wie viel CO2 eingespart wird? Beschäftigt man sich mit den Akten, stellt man fest, nein, mal waren 40 Millionen, dann waren es mal 50 Millionen Tonnen CO2 und am Ende waren es nur noch 10 in einem Gutachten. Meine Damen und Herren, hier geht es nur um Abzocke, und zwar einen doppelten Betrug. Der doppelte Betrug liegt Herr vor, Fahle, das können weil wir heute nicht mehr die Mieten Sie durch bitte ständige zum CO2-Preise weiter gesteigert werden. Hier geht es in Herr Wahrheit, Fahle, Sie wissen, dass ich es beim geht dritten Mal hier Ihnen das in Wahrheit Wort ganz einfach um eins. Die 2 Minuten war gar nicht rum. Es geht hier ganz einfach um eins. Die Enteignung von Hunderttausenden Menschen und das Vertreiben aus ihren Wohnungen, das darf in Deutschland nicht stattfinden. Wir wollen unsere Heimat. Herr Fahle, man hört Sie nicht mehr, da ich Ihnen das Wort entzogen habe. Als voraussichtlich letzter Redner in dieser Debatte hat nun der Kollege Kevin Kühnert für die SPD-Fraktion das Wort.